Moin Moin, ich bin Janina und begrüße euch ganz herzlich hier aus unserem Büro von K&Me. Bei uns dreht sich alles um Säfte und vor allem auch um Saftkuren. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum man überhaupt eine Saftkur machen sollte, warum unsere Saftflaschen Ziffern tragen oder wie man sich am besten auf eine Saftkur vorbereiten sollte. Und genau das möchte ich heute in der dritten Folge von Saftwissen kompakt erklären. Eine von euch häufig gestellte Frage ist die nach dem Sinn einer Saftkur. Warum solltet ihr die durchführen? Dafür lassen sich mehrere gute Gründe nennen. Erst einmal ist eine Saftkur eine Form der Entschlackung für den Körper oder auch eine Auszeit für diesen. Wir nehmen ja täglich Kohlenhydrate, Proteine, Fette, aber auch andere Nahrungsbestandteile zu uns, die verdaut werden wollen. Und der Verdauungsprozess benötigt sehr viel Energie. Während der Saftkur trinken wir allerdings ausschließlich Säfte. Wir haben also keine festen Nahrungsbestandteile, die verdaut werden müssen. Und dementsprechend bleibt mehr Energie für andere körpereigene Prozesse. Ein anderer wichtiger Grund, der für eine Saftkur spricht, ist, dass sie eine optimale Grundlage für eine Ernährungsumstellung darstellt. Wir nehmen täglich Energie zu uns, meistens viel zu viel Energie. Und viele von uns essen auch sehr unregelmäßig, weil sie zum Beispiel Stress im Alltag haben. Das wiederum bedeutet allerdings auch Stress für den Körper. Während der Saftkur ist es jedoch so, dass wir ca. alle 2 Stunden einen Saft trinken. Wir lernen die Regelmäßigkeit zu schätzen, aber auch die Bedürfnisse unseres Körpers besser kennen. Und viel wichtiger ist, dass wir bewusster mit uns und unserem Körper umgehen. Und genau das ist es, was eine gesunde Lebensweise ausmacht. Zunächst einmal solltet ihr euren Körper auf die ungewohnte Situation der Saftkur vorbereiten, indem ihr ungefähr 2 Tage vor dem Beginn der eigentlichen Saftkur mit einer Entlastung startet. Optimalerweise nehmt ihr währenddessen keine schweren oder fettigen Lebensmittel zu euch, sondern vielmehr leichte und gesunde Kost wie Rohkost oder Suppen. In unserem Onlineshop habt ihr dann die Auswahl zwischen einer 3- oder 5-Tage-Saftkur, aber ihr seid auch herzlich eingeladen, euch ein individuelles Paket zusammenzustellen, falls ihr mehr oder weniger Tage machen wollt oder falls ihr eine Allergie habt und einzelne Säfte austauschen müsst. Und dann geht's los mit der Saftkur. Über den Tag verteilt trinkt ihr insgesamt 6 Säfte, nämlich alle 2 Stunden ein. Ihr solltet währenddessen auf Nahrung verzichten, also auf feste Nahrung. Aber ganz wichtig ist es, dass ihr ausreichend trinkt, nämlich ungefähr 2 Liter. Und wir empfehlen euch dafür Wasser, aber auch ungesüßte Kräuter- und Früchtetees. Jeder unserer Säfte trägt nicht nur einen Namen, sondern zusätzlich auch eine Zahl. Und mit dieser geben wir euch eine Empfehlung für die Reihenfolge, in der ihr die Säfte während der Saftkur trinken solltet. Bei der Entwicklung der Saftkur haben wir uns gemeinsam mit Ernährungswissenschaftlern zusammengesetzt und die Säfte speziell so konzipiert, dass sie für die entsprechende Tageszeit wichtige Vitamine und Nährstoffe liefern. Ihr beginnt zunächst am Morgen mit der Nummer 1 und trinkt dann am Vormittag die Nummer 2. Beide enthalten Zutaten, die Vitamin C haltig sind und das macht wach. Am Mittag gibt es dann Elevoca, die Nummer 3. Er enthält unter anderem Avocado und die sättigt. Das ist besonders gut am Mittag. Die Nummer 4 und Nummer 5 gibt es dann am Nachmittag. Beide enthalten etwas mehr Gemüse als die Säfte am Vormittag und sind deswegen weniger süß. Und den Tagesabschluss bildet Amy Almond, die Nummer 6. Die liefert mit den Mandeln und Datteln sehr viel Proteine und sättigt zusätzlich. Und außerdem füllt sie eure Speicher für den nächsten Tag auf. Und falls ihr eine Mandelallergie habt oder Abwechslung braucht, empfehlen wir euch außerdem unsere Nummer 6.2, Polly Pumpkin. Die ist unter anderem mit Kürbiskern und hat ähnliche Eigenschaften wie Amy Almond. Es gibt keine pauschale Antwort darauf, wie ihr auf die Saftkur reagieren werdet, weil jeder Körper anders gebaut ist. Einige Kunden berichten uns zum Beispiel von negativen Begleiterscheinungen wie Kopfschmerzen. Häufig kommt es vom Koffeinentzug und genau deswegen ist es so wichtig, die Entlastungstage vorher durchzuführen. Dadurch, dass ihr auch weniger Energie zu euch nehmt, kann es auch sein, dass ihr müde und sehr schlapp seid. Allerdings berichten uns auch andere Kunden, dass sie sehr energiegeladen und auch sehr fit durch die Saftkur sind und auch Sport treiben können. Ganz wichtig ist es allerdings auch, dass ihr auf die Bedürfnisse eures Körpers hört und genau achtet, was er braucht. Viele von euch fragen sich sicherlich, wie es sich mit dem Hungergefühl während der Saftkur verhält. Hunger entsteht ja genau dann, wenn der Magen leer ist. Und klar kann es auch während der Saftkur vorkommen, dass ihr Hunger verspürt, einfach aus dem Grund, weil ihr weniger Nahrung und Energie zu euch nehmt. Allerdings werdet ihr merken, dass durch die regelmäßige Aufnahme der Säfte ein bewussteres Verhältnis zum Hunger- und Sättigungsgefühl entstehen kann
Und vielleicht werdet ihr auch merken, dass Hunger zum Teil einfach nur im Kopf entsteht. Falls sich trotzdem ein Hungergefühl breit machen sollte, empfehlen wir euch warme Getränke, eine warme Hühner- oder Gemüsebrühe oder sogar eine Banane zu essen. So, ich hoffe, dass ich euch jetzt einen guten Überblick über unsere Saftkur, deren Durchführung und auch Wirkung geben konnte. Saftkuren eignen sich hervorragend als Auszeit für den Körper, aber auch als optimale Grundlage für eine Ernährungsumstellung. Und wie ihr euch am besten darauf vorbereiten solltet, das möchte ich euch gerne in der nächsten Folge von Saftwissen kompakt erklären.